Ja, hier ist er wieder, euer Burgelcut. Ich bin hier auf der Karte Redshire unterwegs, das ist ein Standardgefecht. Und ich fahre den M10 Wolverine. Das ist ein amerikanischer Tankdestroyer, sprich Panzerjäger, der Tierstufe 5. Und der ist gebaut worden von 1942 bis 1944. Es sind 6706 Fahrzeuge von gebaut worden. Damit war der meistgebaute Panzerjäger der Amerikaner. Mehr als zwei Drittel dieser Fahrzeuge ist im Rahmen des Leih- und Pachtgesetzes an Alliierte abgetreten worden. Und was soll ich zum Fahrzeug sagen? Ich habe hier die 76mm Kanone drauf. Die hat auch einen sehr guten Negativrichtbereich. Das Fahrzeug ist 48 km/h schnell. Volldrehbarer Turm. Die Panzerung ist nicht erwähnenswert. Also das ist ein Witz. Das lasse ich mal außen vor. Und hier am Berg kann man mit ihm sehr gut arbeiten. Dank des Negativrichtbereichs. Wenn man sich mehr Zeit zum Zielen nimmt und nicht so überhastet schießt, dann trifft man auch. Und ja. Durchschlag mit Standardmunition ist hier 128mm, Premium-Munition 177, AE-Granaten 38mm im Durchschnitt. Der Schaden liegt bei 115 Schadenspunkte, bei Standard- und Premium-Munition, bei HE-Granaten bei 185 Schadenspunkte im Durchschnitt. Schussfolge ist sehr gut, sehr schnell. Und ich spotte hier auch relativ viel an dieser Position als TD. Seltsam, aber ist so. Hier werfe ich schon mal ein paar Bäume um, damit ich ein bisschen Tarnung habe. Sichtschutz gegenüber den Leuten, die dann in der Burg links von mir irgendwann erscheinen werden. Ja, wenn man sich die Mühe macht und so ein bisschen das Gelände ausnutzt und auch nochmal vorausschauen, etwas hier veranstaltet. Ja, da kann man bei World of Tanks durchaus mal Glück haben und mal was reißen im Gefecht. Vor allen Dingen so ein paar umgeworfene Bäume haben vor, weiß ich nicht, 4 Jahren oder so keine Tarnung gegeben. Seit 3 Jahren oder seit 3,5 Jahren. Jetzt nagelt mich nicht auf ein Jahr fest. Bringen umgeschmissene Bäume einen Tarnwert. Die Laubkrone. So. Was wäre noch zu sagen? In diesem Gefecht bin ich ein 5er und bin im 7er Gefecht gelandet. Also, das ist ein Gefecht, wo ich sage, dieses Fahrzeug ist nicht unbedingt Top-Tier und dadurch bin ich hier besonders bevorzugt oder bevorteiligt. Aber wenn man sich Zeit nimmt, ordentlich spielt, kann man auch schon mal irgendwann was reißen hier. Nicht überhasten. War offen, 6. Sinn ist angesprungen. Bin dann automatisch ein bisschen zurückgefahren. Jetzt fahre ich wieder ein bisschen zurück. Weiß ungefähr, dass ich am Hang stehe und durch Zurückfahren eigentlich mich dem Beschuss entziehe. Und bearbeite jetzt die Jungs, die in der Burg rumrennalieren. Und die haben mich noch gar nicht so auf dem Schirm. Habe gut 900 Schadenspunkte gemacht und über 1000 Spotting-Punkte, also Aufklärungspunkte, Schaden ermöglicht. So, wenn man sich Zeit nimmt mit diesem Fahrzeug, dann kann man auch mal mit ihm treffen und wirklich Schaden machen. Da muss man auch mal abwägen, auf wen man schießt. Wer ist die bessere Option? Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Und dank der schnellen Schussfolge
haue ich die Granaten raus, auch wenn die nicht immer treffen. Was soll's? Mal hat man Glück, mal hat man Pech. Und in diesem Fall hatte ich durchaus ein, zweimal Glück. Ihr seht, Negativlichtbereich kann man hier sehr schön einsetzen an diesen Anhöhen, Höhenrippen, bisschen Gebirge. Ja gut, richtig Gebirge ist das nicht. Für mich Flachländer, ich komme aus Norddeutschland, sind das hier schon Anhöhen wie der Mount Everest bald. Vor allem so eine Täler kenne ich fast gar nicht bei mir zu Hause. Damit habe ich über 1600 Schaden selbst gemacht, über 1300 Schaden dem Team ermöglicht. Also von daher, das Gefecht war ein schönes Gefecht, feines Gefecht. Hab 3 Kills. Vielleicht kann ich noch bei den Artis was aufdecken oder vielleicht auch noch ein paar Schadenspunkte machen. Auf alle Fälle für ein Tier 5er im Tier 7er Gefecht bin ich mit der Leistung mehr als zufrieden. Und deswegen gebt auch nicht auf, wenn ihr immer im Gefecht der kleinste Hund ist, wo ihr meint, ihr könnt nicht beißen. Vielleicht könnt ihr ein bisschen Spotting machen oder auch noch durch Glück einen Schadenspunkt machen. Tschüss zur Auswertung. Ja, das ist meisterlich, sprich Panzerass geworden. Ich habe den Speer bekommen, dann habe ich Wirkungsfeuer bekommen und auch noch den Schläger. 23 Mal habe ich hier gefeuert, 17 Mal getroffen. 16 Mal habe ich dadurch auch Schaden verursacht und habe einen Gesamtschaden von 1662 Schadenspunkte verursacht. Auf über 300 Meter Entfernung davon waren 1123 Schadenspunkte. Ich selber habe 2 Treffer kassiert, das waren auch Wirkungstreffer. Ich habe noch 2 Gegnerfahrzeuge entdecken können, sprich aufscouten können. 5 Gegner habe ich beschädigt, 3 konnte ich rausnehmen und vernichten. Und ich habe meinem Team einen Schaden zu machen ermöglicht von 1460 Schadenspunkte. Also ganz ordentlich auch noch dem Team geholfen mit meinen Spotting-Möglichkeiten, die ich gemacht habe, selber noch Schaden gemacht als Fünfer. Und da habe ich dann auch finanziell hier einen Reingewinn von 40.570 Credits erhalten, dank meines Premium-Accounts. Ohne Premium-Account wären es auch noch 25.626 Credits Reingewinn gewesen. Das war ein Dreifachgefecht und so komme ich auf 5.499 Erfahrungspunkte. Ja, die Besatzung, sechsten Sinn, Waffenbrüder und dritten Perk sind sie auch noch dran am Arbeiten. Also das Fahrzeug hat nicht die schlechteste Besatzung. Wieso? Weil ich einfach die amerikanischen TDs einfach recht gerne spiele, dank ihres volldrehbaren Turmes. Sie haben guten Waffen-Negativrichtbereich und von daher muss ich sagen, die Fahrzeuge haben etwas. Also ich mag sie ganz gerne und ja, wie ihr sehen konntet, man kann mit denen auch durchaus was im Gefecht ausrichten, auch wenn man nicht der Größte ist. Von daher, ich hoffe, euch hat das Gefecht gefallen und es sollten in der nächsten Zeit noch 1-2 Videos kommen von mir oder erscheinen. Ich möchte mich verabschieden. Tschüss, euer Borgelcut.